Lass uns mal doch mal jetzt anfangen. Wir sind schon drauf. Na, vielen Dank für das 5-4-3-2-1. Mir ist auf der E3 mir gerade die Lösung für ein großes Problem gekommen. Ede, du kennst das auch. Natürlich. Du bist zu Hause und es kommen Supermodels rein. Die setzen sich bei dir hin, die wollen nicht mehr weggehen, weil du so cool bist. Ne? Ja, exakt. Und dann kommen andere Models und dann schmeißen die dich irgendwann aus der Wohnung raus, weil alles voller Frauen ist. Es gibt die perfekte Abhilfe jetzt. Schult euch diesen Tisch oder auch vielleicht diesen hier. Und ich glaube, das Problem wird innerhalb kürzester Zeit gelöst sein. Ja, da kommt mal rein und da ist gleich klar, nee, hier ist nichts mit Bumsen. Der Model Repeller. Das ist mehr als das. Ich würde sagen, eigentlich, also die Fortpflanzungstechnologie, die es dem Besitzer eines solchen Tisches ermöglicht, Kinder in die Welt zu setzen, die muss erst noch erfunden werden. Ja. So, was machen wir jetzt? Ich gehe zu Borderlands. Drei? Nee. Die haben mir Ede zu eins geschickt. Ja, ich habe hier die Halle so eigentlich schon so durch hinter uns. Habt ihr schon diesen riesen fetten Fortnite-Stand gesehen und gezeigt? Komm mal mit, Bell. Ich sehe keinen Stand. Welchen Stand? Da ist doch, ich sehe gar nichts. Das ist eine leere Halle. Aber warte, bis du ihn von vorne gehst. Oh, Entschuldigung, hier. Ja, der Stand ist einfach riesengroß und es ist schon so ein bisschen, wir zeigen mal, welches Spiel die Leute zocken. So, hier. Man sieht es von der Seite, sieht man es gar nicht so gut, aber wenn wir mal hier reingehen. Mal mit, Bell. Und dann hier. Aber guck doch mal das Schild da, guck doch mal da! Oh, das ist wirklich nice. Wie geil ist das denn? Also die machen es schon irgendwie richtig. Man hat hier aber auch echt Platz und Freiraum. Aber es wirkt fast zu erwachsen für Fortnite, oder? Also ja, aber es gibt ja auch irgendwo so ein Parcours und da hinten ist ein Glücksrad und da hinten ist, da kann man über so Dinger hüpfen und so. Okay, es macht schon Spaß hier zu sein. Die Mucke ist gut, man hat irgendwie das Gefühl, hier wird Fortnite gelebt und Bananen überall. Warte, kommt mal mit, ich zeig euch noch was hier. Guck hier. Guck sie. Guck, hier ist so eine Takeshis Castle-mäßige Installation. Ich weiß nicht, was das ist. Oh. Ah, ist wirklich eine gute Idee. Okay, Fortnite. Das will ich jetzt auch machen. Du kannst das machen. Ich muss nämlich hier rüber. Da ist nämlich direkt 2K. Direkt hinter uns. Da ist 2K, da ist Borderlands jetzt. Da muss ich jetzt hin. Ich gebe dir das Mic. Okay, na gut. Mach noch ein bisschen live. Das ist, ja, soll ich dir deine Axt abnehmen? Ja. Ich gebe sie dir dann wieder. Ich hänge sie dir an die Wand. Willst du gehen oder willst du nicht gehen? Ja. Du hast gerade gesagt, du willst gehen. Aber du musst stehen bleiben, damit ich cartoonmäßig okay. Den Abgang machen kann. Nur noch seine Axt war in der Luft. So schnell ist er weggegangen. Effekte bei Simon K. Ja, Ede hat ja gerade großspurig angekündigt, ich könnte das jetzt gleich machen. Aber ich glaube, ich komme ja gar nicht. Komme ich dazu? Kann ich das gleich machen? Zeitlich? Hier sieht es nicht so aus, als ob wir eine große Schlange wären. Mal kurz fragen, wie lange es dauert. Ah, es sieht so aus, als könnte man. Ja, ich stelle mich mal an. Komm. Wir machen das mal. Wir gucken mal, wie das so läuft. Willst du mit? Das wäre eigentlich sehr lustig, wenn du mit der Kamera... Ja? Max, willst du mitmachen? Du möchtest mitmachen? Was? Du möchtest unbedingt mitmachen? Nein. Ja. Er möchte unbedingt mitmachen. Komm rein. Lass deine Sachen da. Na komm. Alleine ist doch langweilig. Wo ist Etienne? Der ist schon weg. Gerade eben gerannt. Er wusste, was ihn erwartet. Ja, es ist Sport. Ne? Da wissen wir ja, wie der Ede drauf ist. Ich gehe jetzt mal lang. Ich hoffe einfach, dass du noch kommst. Und ich muss sagen, es ist
eine ganz geile Messenerfahrung hier auf der E3. Ihr habt es schon häufig gehört, ich sag's auch gerne noch ein paar Mal. Es ist ruhiger. Es ist, dass es hier so laut ist, das ist eine Ausnahme. Man kann nach Tag 2 immer noch reden. Das ist auch ungewöhnlich, weil normalerweise die Stimme schon längst sich an der Bar ausgecheckt hat. Und es gibt nicht so viel von dem, was hinter mir ist. Nicht so viele Attraktionen, die nur dazu da sind, um möglichst lange Schlangen zu generieren. Und wo wir bei Schlangen sind, teilweise wirklich nur 40 Minuten Maximum warten, bis man dann was spielen kann. Ey, das ist, klingt viel für jemanden, der noch nie auf einer Messe war, aber für Gamescom-Veteranen ist das, mein Gott, Piece of Cake, ey. Da, wirklich, da kann ich ja mir 3 oder 4 verschiedene Sachen am Tag angucken sogar. Ja, wenn die jetzt immer nur 2 nehmen, wird es natürlich dann doch länger dauern. Ne? Da will ja keiner zugucken. Da will ja keiner jetzt zugucken. Ich könnte von hier aus mithüpfen einfach. Und dann bestimmen wir, wann ich es geschafft hätte und wann nicht. Sobald es jetzt gleich losgeht. Sorry? You wanna do it? Yeah, definitely. But it looks like there's... So how long will it take? No, just to sign in the waiver is like 2 minutes. Oh, 2 minutes. Okay, that's okay. Okay, let me tell you the rules. So you're going to be on your own. There are no rules. There are no rules. 3 lives. What? 3 lives. Okay. 3 times you fall out of the circle, you're going to count them on your own, and then you're going to move out on your own. Okay? Can I jump other people when they are... On the brink of winning or something you like. You have to be inside your circle. You see the blue circle? You have to be inside the circle. That's when you're safe. Okay. If you come out of the circle, that means you lose 1 life. You have some tight rules, but I'm willing to comply. You have to jump on this one or duck on that one. Okay. Don't hold on to it, okay? Okay, I will. Right. So when can I kill myself? Ja, ihr habt es gerade gehört, es geht gleich los. Sie hat mir nochmal gesagt, weil ich sehr stark und bullig aussehe, dass ich bitte die anderen nicht zerreißen soll in der Luft. Ich habe ihr versprochen, dass ich entgegen meiner normalen emotionalen Lage niemanden töten werde. Oh, ja. Yeah. Okay. Ich muss das gerade mal hier abstellen. So. Einmal kurz mich eintragen. Eduard Laser. Eduard Unmöglich Laser. Geboren. Wann ist Eduard Laser denn eigentlich geboren? 59. Er ist älter, als er aussieht. Es tut mir leid, aber das ist alles sehr, sehr wichtig und muss sein. Information. Thank you. Oh, jetzt, während ich, das ist ja unfassbar, während ich das ausgefüllt habe, wurde ich hinterhältig überholt und ich dachte, Asiaten sind immer so nett. Tja. Zu kurz gekommen bin ich da. Aber zum Glück haut es die Jungs ja auch alle raus. Die haben ja gar keine Ahnung, was ihr erwartet. Ich war ja mal, kann ich jetzt an der Stelle vielleicht sagen, um denen noch schon mal Angst zu machen, hochsprungmäßig richtig gut. Leichtathletik. Immer 1000 Punkte, 15 Punkte. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal bei einer Hochsprung-Jugend irgendwas, habe ich mal angetreten außerhalb meiner Klasse, weil ich besser war als die in meiner Klasse. Also in den Waden und in den Oberschenkeln steckt eine ungeahnte Power. Ihr habt das noch nicht gesehen, weil die Kameras ja immer oben angebracht sind. Aber unten ist nochmal genauso viel wie oben. So, ich hoffe, ich kann jetzt einfach. Ich lege das mal alles hin. Ich habe es natürlich extra schwer, weil ich habe jetzt hier das Mikrofon. Da denkt natürlich wieder keiner dran. So. Vielleicht noch, kannst du noch mein Handy nehmen, das wäre auch nett. So. Den Müll, den ich in den Taschen habe, den lasse ich da. Vielleicht fliegt er raus. Das würde ich schon gerne jetzt gegen die Jungs spielen. Würde ich sehr gerne mal mit ihnen versuchen. Ja? Was denn? Oh, meine Karte. Ja, das ist vielleicht auch eine sehr gute Idee. Hi. I'm ready, yeah. Can you sign a waiver? Yeah, I've signed it already. Thank you. Oh, sure.
Die Spannung ist spürbar. Bei mir zu Hause spielen wir das ja über einer Klippe mit echten Holzstämmen, die so rotieren. Das ist auch wegen den Sozialleistungen in meinem Dorf, damit das nicht so teuer wird, haben wir dann sowas, das wird einmal gemacht. Und die Besitztümer werden dann einfach auf die Überlebenden verteilt. Insofern, und ich glaube, die merken es auch alle jetzt, ja, here is some serious jumping going on. You are going to look so dumb when you can't jump like me. Es ist sehr gefährlich. Ah. Da habt ihr gedacht, ich würde fallen. Das ist ein alter Trick, so ein Antäuschmanöver. Das würde also passieren, wenn ich... Ne? Oh. Na, Vorsicht, Max, wo du hinfilmst. No, we shouldn't try. But you, yeah, you're too big. Yeah, you're fucked either way. Whatever you do. Also der rechts neben mir ist viel zu groß. Der hat so ein Manlet wie ich natürlich eine gewisse Grundfestigkeit einfach. Eingemauert in der Erden steht der Simon Kretschmer-Klotz. Heute noch soll er Sieger werden. Oh, ich bin völlig ausgepowert. Oh, hoffentlich fängt dieses Spiel bald an. Ja. Bam. Los. Ah, die Aufregung ist spürbar. Dafür habt ihr doch gerne eingeschaltet. Dafür sind wir alle zur E3 gefahren. Gentlemen, start your Hüpfer. Das erinnert mich total an Kung Fu Chaos. Ich wette schon, der Erste haut mich um. Ich wette schon, der Erste knallt mich hier gleich runter. Hüpfen. So, jetzt muss es aber langsam mal losgehen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für eure Spürkes hier. So. Ich glaube, jetzt geht's los. Nein, einer kommt noch rein. Zwei kommen noch rein, okay. Sind wir denn noch live, Max? Das darf natürlich niemand verpassen jetzt. Die unfassbaren nächsten Momente werden entscheiden über die Zukunft von Rocket Beans TV. Wird es in Zukunft nur noch Rocket Beans sein? Und es geht los! Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Okay, das kriege ich noch hin. Ah. Das geht so langsam. Wenn es schneller gehen würde, wäre es einfacher. Bin ich schon raus? Eigentlich bin ich schon raus, aber wir tun einfach mal so, als wäre nichts passiert. Zu früh. Okay, jetzt schon so ein bisschen Spagat mal probieren. Hat nicht hingehauen. Ist doch schwieriger, als gedacht, seine Beine zu bewegen. Wenn jetzt ein bisschen schneller geht, ist es echt leichter. Keiner will aufgeben. Es ist wahrscheinlich das härteste Match, was es je gab. Die Balken schwingen erbarmungslos. Die ersten bekommen bereits einen Hitzekoller. Anderen ist gerade das Bein gebrochen. Andere haben nur gebrochen. Könnt ihr mal alle aufhören? Ich will doch einfach nur...
Einfach nur gewinnen. Das ist super anstrengend. Let's never do that again. Oh mein Gott. Niemand hat gesagt, dass man hier Sport macht. Niemand. Okay, so, haben wir das also abgehakt. Ich hoffe, es war für euch auch so geil wie für mich. Dann gehen wir mal weiter, oder? Gehen wir mal ein bisschen weiter. Vorsicht, hier ist eine... Warte, komm, ich mach dir... Geht nicht, ich kann dir nicht aufmachen. Doch, kann ich. Bitteschön. Wenn das Gino sehen würde, wie wir uns hier abmühen. So. Ja, Popcorn leider gerade keine Tüte frei. Slurpee? Moment. Das ist ja mal geil. Wenn jetzt der Dennis, thank you. Also official Slurpee. Möchtest du auch einen? Möchte vielleicht Bell jemanden? Bell, you want a Slurpee? Weißt du ein Slurpee? Da war sie schon mitten am Abgrapschen. Irgendwas schon wieder bekommen. Ich hole mir noch einen. Oh, thank you. Oh, nach der Arbeit. Ich bin nicht mehr 20. Ist schon deprimierend, wenn so ein kleines Ding einen komplett fertig macht. Okay, wir verlassen jetzt mal diese Bühne und gehen noch ein bisschen rum. Haben wir noch Zeit? Okay, dann laufen wir doch einfach mal durch. Ich weiß natürlich nicht, was euch eventuell der Ede schon gezeigt hat, aber man guckt sich sowas ja eigentlich auch gern nochmal an, weil Gamescom ist nur einmal im Jahr, E3 guckt man auch gerne nochmal zu und so viel mehr gibt es ja nicht. Tokyo Game Show verpassen wir jedes Jahr wieder, ist auch weit weg. Ich glaube, letztes Jahr waren wir auf der GDC, der Gamer Developers Conference, wo es mir fast noch ein bisschen mehr gefallen hat, weil da noch mehr weniger Konsum und noch mehr Kreativität Einzug gehalten hat, meiner Ansicht nach. Was ist hier hinten? Wolfenstein, da dürfen wir nicht hin. Wer weiß, was da im Hintergrund dann an Zeichen zu sehen ist, die wir ganz sicher nicht streamen dürfen. Oh, was hier? Ach, hier wird wieder nur getanzt. Ich muss sagen, ich würde gern mal mehr VR ausprobieren. Aber es ist immer so ein Hassel, sich hier, ihr seht ja auch jetzt eine von diesen langen Schlangen, sich anzustellen und dann so lange zu warten. Das ist cool. Das ist doch mal was fürs Kino Plus Setting. So, wir testen kurz die Simon Kretschmer Zerstörungstheorie. So weit, so gut. Wir hatten vorhin, waren wir bei, ich habe vergessen wo, bei Entwicklern. Und die haben 6 Pads gehabt. Und wer kriegt das eine Pad brandneu L&R kaputt? Diese Dinge passieren. Sie sind real. Ah, und eigentlich würde ich auch sehr gerne, also das hier vorne, ich weiß gar nicht genau, das ist okay, offensichtlich. Ach, natürlich, das ist der Terminator in Gears of War, so ist es. Mich schon gerade gewundert, wo das neue Terminator spielen bleibt, aber es ist dann leider eben doch nur Gears of War ein Skin. Ich finde es nicht so spannend. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, als man es gesehen hat. Aber das sieht interessant aus. Hier werden Fatalities im Green animiert, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, da. Also ihr haltet dann irgendwas in der Hand. Ein Kopf oder ein Arm oder ein Bier. Schon lustig. An sich schon lustig, aber ich meine, nichts, was ich nicht jeden Tag auf der Arbeit sehe. Ja, ich muss sagen, die South Hall, in der wir jetzt sind, ist doch die South Hall, oder? Ist deutlich, naja, deutlich imposanter als die West Hall. Weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch einfach daran, dass sich in der einen Halle eben mehr so die kleineren Entwickler tummeln und vielleicht war das ja auch die Halle, wo früher Sony drin war, was ja heute ein Riesenloch hinterlassen hat, ein wortwörtliches Loch auch in der Halle. Und insgesamt, ja, habt ihr ja schon häufiger gehört, ist weniger los.
als man es gewohnt ist. Ich persönlich finde es aber gerade deswegen eigentlich toll. Ach, kann man mal durchatmen. Hier vorne ist immer noch Cyberpunk, wo jeder von euch jetzt auch gerne in der Schlange stehen würde. Wir werden es heute noch sehen. Wann genau, kann ich noch nicht sagen. Ich weiß, es ist ein Termin. Ah, ich habe mein Handy gerade nicht. Aber ich glaube, es ist ein Termin in 1,5 Stunden. Das heißt, ihr werdet dann in 1 bis 2 Stunden auch eine erste Meinung von uns bekommen. Und ja, ich habe gehört, man kann es richtig spielen. Ich habe gehört, man kann es richtig anspielen. Und das wäre eigentlich mehr, als ich zu hoffen gewagt habe. Ich dachte, es gibt vielleicht wieder nur einen Trailer oder vielleicht mal was Vorgespieltes, so wie es auch gerne der Fall ist. In dem Fall kann man selbst Hand anlegen und die Fehler entdecken und herauskriegen, wie bestimmte Dinge dann umgesetzt sind. Und das finde ich super. Was kann ich noch sagen? Ich kann vielleicht noch eine Sache schnell sagen. Und zwar haben wir noch nicht darüber gesprochen, was ich heute gespielt habe. Ganz am Anfang. Nein, sag ich Werewolf. Ja, aber der Untertitel, wie war der Untertitel nochmal? Apokalypse. Aber noch irgendwie The Apokalypse oder so. Jedenfalls, es war nicht so geil. Es tut mir aber auch leid, weil klar ist, das Spiel ist noch gar nicht fertig. Das ist so eine frühe Version, die vielleicht noch ein Jahr braucht, bis sie dann perfekt ist, haben wir gesehen. Was den Entwicklern sehr wichtig war, war, dass man, ja, dass man die Gewalt und das Kampfsystem sieht. Ich habe, was das angeht, dann leider fast zu viel gesehen, weil es irgendwie doch sehr langweilig wirkte auf Dauer. Einfach sinnloses Rumgemetzel, ab und zu mal mit derselben Animation einen durchbohren und aufessen als Wolf, als Werwolf und als Mensch. Ja, sah es irgendwie einfach noch sehr clunky und nicht fertig genug aus. Das ist aber natürlich eine schlechte Kritik, wenn man gleichzeitig mit einer Pre-Alpha-Version spielt. Insofern müsst ihr das nochmal akustisch revidieren. Aber es hat mich auch sonst bisher nicht begeistert. Ich denke, nächstes Jahr kann man nochmal gucken. Aber jetzt wäre es keiner der Titel, auf die ich groß nochmal ein zweites Auge legen würde. Also für alle, die sich über das ganze Franchise informieren und interessiert sind, die vielleicht Vampire the Masquerade, ist ja quasi dieselbe ähnliche Vorlage und auch mit denselben Teams entwickelt. Wer das mag, der muss sich das auf jeden Fall mal angucken. Es könnte ihm gefallen, aber bisher, gerade im Vergleich mit all den anderen Spielen, hat es ziemlich abgestunken. So, gehen wir noch einmal kurz durch, ist okay? Gehen wir noch einmal straight durch. Du hast noch meine Sachen. Moment, du musst jetzt das ja... Annabelle nimmt hier wirklich alles gerade. Das muss nicht sein. Die beiden Äxte auch noch, die sind doch so schwer. Nein, nein, die nimmt doch direkt der Nächste. So, ich passe auf sie auf. Du hast auch mein Handy noch? Danke, okay. Tut mir leid, aber das muss in meine Hand. Es ist so gemein, wie viel du schon tragen musst. Und wir belasten dich weiter. Gut. Mit unseren Äxten und dem Mikrofon bewaffnet schlendern wir weiter. Cool über die E3. Das ist nur für mich cool, weil ich sehe, wie Max rückwärts laufend versucht, dem Strom der entgegenkommenden Messebesucher einen Rücken entgegenzustellen. Jetzt wieder hier Ubisoft. Ja, hat eine ganz okay Preso. PK gab ein bisschen Ärger. Im Nachhinein Square Enix direkt daneben. Die hatten, finde ich, eine bessere PK und auch ein paar bessere, interessantere Spiele. Was ist das da hinten ein... Also das würde ich gerne wissen, was diese beiden Dinger... Das eine sieht aus wie ein Bunker und das andere irgendwie auch wie ein Bunker. Was genau ist da? Was passt zu Square, was hier so aussehen könnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendein Final Fantasy. Ich glaube es aber nicht. Naja. Ich sehe schon, wenn man hier so drüber läuft, ohne Termine, kann man häufig nur spekulieren. Und die ganzen AAA-Titel, naja, die kennt man ja eh schon von den PKs. Was ich offen gesagt am interessantesten finde, sind die Dinge, die ihr auch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal euch angucken könnt. Das sind die Dinge, die man zwischen den Hallen von A und B, auf dem Weg von A nach B sozusagen, findet. Das sind die kleinen Spiele, das sind die Indie-Titel mit konfusen Ideen, die aber dann doch irgendwie gewisse Portionen Liebe vermitteln können, auch wenn sie oft hässlich sind, scheiße funktionieren. Aber es ist ein Entwickler da, der irgendwie mit vollem Herzenblut dabei ist. So, das sind die Dinge, die Spaß machen. So ein bisschen die Entdeckung hier, wie eine neue VR-Brille oder so. Oder was wir teilweise gestern alles gesehen haben. Tragbare Holzkoffer mit Konsolen drin. So diese ganzen konfusen Ideen und verrückten Experimente, die man hier auch manchmal findet. Die findet man natürlich häufig zwischen den großen Hallen, zwischen den großen Namen. Und das sind aber die Dinge, die mich eigentlich am meisten interessieren. Ich habe nur aktuell gerade keinen Geheimtipp mehr. Aber wir haben alles schon mehr oder weniger erzählt. Und ich müsste erst mich mal wieder umgucken, um wieder neuen Content finden zu können. Ich würde sagen, wir hören jetzt hier an der Stelle mal auf mit dem
Drachen mit dem neuen aus Monster Hunter. Im Hintergrund haben wir auch gestern ein bisschen gespielt. Hat mir super gefallen. Also ihr könnt auch da gerne noch eine Transmeinung einholen in unseren Videos, auch später bei Game 2. Die waren alle sehr begeistert. Und ich hatte zumindest als Neuling auch Spaß und es sieht toll aus und ich glaube, hier wird auch alles richtig gemacht. Naja, das ist jetzt so mein Eindruck von der Messe. Ich bin ja auch erst eben heute Morgen frisch angekommen. Noch konnte ich mir nicht viel angucken, werde ich aber noch machen. Denkt dran, heute Nachmittag, also bei uns Nachmittag, bei euch irgendwann Mittag oder so, da sehen wir dann Cyberpunk und vielleicht kriegen wir da dann auch noch eine von diesen tollen Jacken für dich, Bell. Der Döhler hat nämlich gesagt, wir kriegen vielleicht eine. Also er hat gesagt, spätestens auf der Gamescom. Insofern ist schon mal eine sicher. Ihr seht also, es gibt auch ein neues Cyberpunk-Hype-Merchandise-Instrument, um eBay wieder interessant zu machen. Jetzt höre ich aber auf. Alle wollen heim, beziehungsweise kurz mal durchschlaufen. Und dann geht es auch zum nächsten Termin. Viel Spaß und tschüss und Gruß an die Leute zurück hier in Hamburg. Dieser Mann nennt sich Dr. Lupo. Er ist heute zwischen 2 und 3 Uhr auf der Bühne, auf der Slurpee-Bühne, 7-Eleven-Bühne. Das ist ja wirklich die 7-Eleven-Bühne. Ja. Wer ist Dr. Lupo? Weiß ich auch nicht. Wir haben gehört, das wäre irgendjemand Krasses. Wir haben aber eigentlich wollten wir nur dem Zettelverteiler helfen, weil sein Chef geguckt hat. Und deswegen waren wir sehr begeistert. Oh, ich komme. Hier ist Slurpee Live, Alter. So, das ist L.A. Was gibt's zu sagen, außer dass wir hier diese coolen Mützen haben? Ich weiß, wir können ein bisschen rumlaufen durch die West Hall. Wir sind gerade in der West Hall, das ist die kleine Halle. Aber ehrlich gesagt, so richtig viel geilen Scheiß gibt's hier nicht, außer dem Nintendo-Stand. Naja, es gibt hier und da schon was zu entdecken. Man kann dafür auch mal sitzen. Es gibt ein bisschen schöne Sachen anzugucken, aber vielleicht nicht so viel anzuspielen. Ey, wo gibt's eigentlich die geilen Cyberpunk-Aufkleber? Mal gucken, ich weiß es nicht. Vielleicht hinter mir? Nee, da sind auch keine. Da sind keine. Ja, dann müssen wir halt weitersuchen. Vielleicht finden wir sie noch irgendwann. Ah, du hast gemerkt, als ich schon gemacht habe. Ne? Du hast mich noch nie in deinem Leben umarmt, wenn du nicht irgendwas Hinterfotziges damit vorhattest. Und wenn du so lange dann auch so, ne, wenn du den hier machst. Ich habe die Hand extra so lange drauf gemacht, weil ich gedacht habe, du vergisst es in der Zeit. Irgendwann ist es einfach nur angenehm, die Hand dort zu spüren. Hast du mir gerade wieder einen draufgeklebt? Ich trau dir gar nicht mehr. Na gut, scheiß drauf. Wir gehen mal durch die Halle ein bisschen. Die Gamescom wollte ich schon sagen. E3 Live, so ist es. Hier, wir waren glaube ich noch nie da hinten in der Ecke. Da können wir mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Ich wage es zu bezweifeln, weil diese Halle irgendwie wirklich nicht viel zu bieten hat. Aber Achtung, scharfe Linkskurve. Wir gucken mal, vielleicht findet man ja noch eine Perle. Ja, vielleicht. Man muss halt mal schauen, so zwischen den Ständen, so ein bisschen die Nebenstraßen sozusagen. Genau, Bell filmt einfach mal nach vorne. Ist ja auch viel interessanter als uns zu sehen. Und dann gucken wir einfach mal. Ich folge einfach mal der Bell jetzt. Bell, ja, das ist gut. Kamerafrau Bell darf jetzt einfach mal freestyle-mäßig über die Messe gehen. Wir laufen hinter dir her. Wieso nicht? Geh da einfach mal irgendwo lang, wo du es cool findest. Hier zum Beispiel bei der Massage könnte ich direkt mir so eine Massage hier. Simon, da ist eine Wand. Ach so. Ich wollte mir da die Gemälde mal angucken. Aber. Ja, die sind sehr cool. Die habe ich mir auch schon angeguckt. Ja? So. Hier sind sehr schöne Bilder. Ich weiß gar nicht, ob, ehrlich gesagt, ob die aus dem Spiel sind. Ja, ich glaube schon. Das hier zum Beispiel ist aus Quantum Break. Was ist das? Aus Quantum Break von Remedy, glaube ich. Ah, okay. Aber beim Rest müsste ich, das hier könnte, was könnte das sein? Nein, das ist doch Wonder Woman. Das kann ja gar kein Spiel sein. Ich glaube, das sind so Style-Dinger. Banner-Saga? Nee, auch nicht, ne? Ich weiß auch nicht, was. Ja, es sieht alles immer, hier dachte ich Ori oder Rayman, aber ich glaube, es ist so. Weiß ich auch nicht. Aber vielleicht soll es auch nur aussehen, als wäre es aus einem Spiel. Genau. Es geht hier auch noch weiter. Oder auch nicht. Doch, hier sind noch Bilder. Ja, 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 ja. Doch, das ist doch so ein Handyspiel, das kenne ich. Wie heißt das nochmal? Irgendwas Valley, bla. Das sind auf jeden Fall... Doch, also ich meine, das hier kennt man ja dann doch. Ich habe jetzt gerade, Mann, wie heißen die? Mann. Scheiße, von Skull Monkeys. Na egal, mir fällt der Name nicht ein, wie die Welt heißt.
Aber eher exotischere Spiele, wie es scheint. Das könnte Okami sein, da oben links. Hier sind noch mehr Bilder. Oh, hier sind ganz viele Bilder. Das ist doch Dings. Das ist doch Borderlands. Wolf Among Us. Ja. Ja, das ist irgendein London. Das hier mit dem Schwert, das kennt man doch auch irgendwoher. Vielleicht sind das auch einfach so Mixturen. Das ist doch Half-Life, oder? Nee, Wolfenstein, oder? Wolfenstein? Das ist Wolfenstein, weil haben die nicht dieses... Ja, da unten die Typen auch, ne? Ja. Es könnte aber auch, ein Hellgast sein, dann wäre es Killzone. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist doch hier. Du weißt, was es ist. Wir hatten die, vor 2 Jahren hatten wir die Entwickler bei uns. Kingdom Come Deliverance. Ich mag irgendwie die, das ist so schwer zu erkennen, wo es herkommt. Ja, weil es irgendwie so, es ist halt nicht einfach eine Szene aus dem Spiel, sondern irgendwie einfach, ja gut, das erkennt man natürlich, Witcher. Schon ganz cool. Also es ist, sag ich mal, ein bisschen Kunst, Gamer-Kunst, die man sich hinhängen kann, wenn man nicht total nerdig wirken will. Weil man es immer noch verkaufen kann als irgendwas anderes. Guck mal hier, das ist Destiny, oder? Da unten. Ja, oh, irgendwie, das da mag ich irgendwie sehr mit dem Cockpit. Das ist so, das zieht einen so geil rein. Ja. No Man's Sky natürlich. Das ist hier von. Ist es von Ron Gilbert das? Ja, nee, von hier, von dem anderen. Mann, ich vergesse auch immer wieder, wie es heißt. Tim Schäfer, ja. Ah, hier, Monkey Island. Ja, das ist geil. Oder? Könnte es sein, das Monkey Island? Monkey Island sein. Ja. Aber was heißt hier, das 13? Sieht auf jeden Fall geil aus. Ja. Und hier, das ist doch Another World, oder? Nein, aber es sieht schon sehr derbe ähnlich aus. Es könnte auch das sein, ja. Faszinierend, ne? Faszinierend. Okay, das ist so eine dieser Ecken, die man eher selten sieht. Tut mir leid, aber bei der Musik. Okay, komm, genug getanzt. Ja, ihr dürft uns mimen und ihr könnt auch gerne Tanzstunden bei uns nehmen. Oh, das sieht interessant aus. Der gefällt mir. Ah, das könnte halt auch wieder Destiny sein. Könnte auch Gears of War ist es nicht, aber wohl das Monster könnte da... Ich weiß nicht, wo es herkommt. Spricht das dafür, dass Spiele generell zu generisch sind? Das ist eine gute Frage, wirklich. Alle haben irgendwie ein bisschen dieselbe Rüstung. Es könnte auch Destiny sein, aber diese Onigramme hier... Das hier könnte auch Star Wars sein. Es kann aus allem sein. Ein bisschen generisch ist es alles schon, ja. Ich glaube, es ist Destiny. Ist ja, glaube ich, auch. Okay, komm, wir gehen weiter. Komm, ich gebe dir das Mikro. Okay, hier lang. Ne, da kommen wir nicht durch, hier lang. Yeah. 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 Wir sind cool. Wir sind cool. Yeah. Yeah. Was denn? Nix. Das ist doch nicht mehr cool. Ich suhle mich in meiner Coolness. Cool. 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 So, jetzt gehen wir hier rein, in diesen Gang. Hier, da rechts ist Jürgen von der Lippe. Hier bei Big Ben war ich heute, da habe ich auch schon ein bisschen was zu den Spielen gesagt. Sehr interessant ist ein Spiel, wo du eine Biene spielen kannst. Oh, das ist auch eine gute Idee. Ist eine coole Idee, oder? Auf jeden Fall. Es ist das eine Spiel, was ich spielen wollte, was ich nicht gespielt habe. Das werde ich mir aber noch angucken. Ich sag's dir nur ungenau, hier waren wir schon mal. Naja, viel mehr gibt's auch. Die Halle ist unheimlich lame. Ihr müsst doch jetzt zu Contra. Dennis ist schon bei Contra. Dennis geht schon hoch zu Contra, okay. Oh shit, ich auch. Wenn ihr wollt. Ja, wir können, also, wenn dir egal ist, könnte ich mal in Richtung Contra schon gehen. Aber wisst ihr was, wir zeigen euch jetzt mal, dass das sonst keiner sieht. Das ist nämlich unspektakulär. Wir gehen einfach mal hoch zu den Konferenzräumen. Seht ihr euch das einfach mal an? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Kann man auch mal machen. Diese ganzen Stände der mit Raum den Videospielen. Ist, ja. Der Raum ist, ich sag's nur schon mal, in der West Hall 518. Ich weiß, wo das ist. Da, da ist das Bienenspiel. Artenspiel.
Okay. Gehen wir mal hier lang. Jetzt gehen wir nämlich aus der Halle raus. Übrigens, was ich immer finde, da oben sind so ganz viele Spiele, ne? Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn ein Publisher 8 Spiele anbietet. Und alle sehen aus wie vom gleichen Zeichner. Ja. Das ist dann meistens sind's Handyspiele oder so mittelmäßige Spiele. So, wie kommt man denn hier raus, ey? Rune Factory Special. Okay, okay. Alright. So. Bell ist noch am Start. Ja, Bell ist noch. Du musst ein bisschen aufpassen. Hier ist nämlich gerade mega voll. Ich weiß gar nicht warum. So, vorbei an den Olympics. Vorbei an dieser Kameracrew. Vorbei an dieser Mauer. Vorbei an diesem Dude. Vorbei am Security. Und in die Freiheit. Yeah. So. Jetzt sind wir vor der eigentlichen Halle und jetzt gehen wir mit der Rolltreppe hoch. Ja, das Schöne hier ist, dass es wirklich alles sehr klein ist. Also man kommt schnell von der Halle hoch in die Räume. Es ist auch schön, dass es so kleine, in sich geschlossene Räume sind, wo man mal ein bisschen Ruhe hat, wo man was präsentiert bekommt. Es ist wirklich besser als bei der Gamescom. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit das so pushen, aber es ist halt echt ein bisschen besser. Es ist halt einfach auch nicht so vom Traffic her zu vergleichen. Das ist, glaube ich, ein Zehntel der Menschen, die hier sind und von der Größe her alles irgendwie... Ah. Auf der Rolltreppe wird immer geschwiegen, wie im Aufzug. Unangenehm. Simons Rolltreppe ist ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, was los ist. Die ist irgendwie... Ich habe keine Ahnung. So, jetzt, das sind hier die Conference-Räume. Und da hinten war Cyberpunk, da müssen wir jetzt vorbei und da geht's dann zu Konami. Genau. So, was ist hier? Producers of E3. Das Problem ist, dass Contra wahrscheinlich nicht so gut ist. Ja, jetzt lass dich doch erstmal. Schaust dir doch erstmal an. Hier ist Daylight. Nee. I wanna be Daylight. Nee, Dying Light. Nicht Daylight. Dying Light 2. Hier sind die Cyberpunk-Leute. Cyberpunk. Superpunk. Du, Ede, was ist denn diese große Diskussion um Dr. Disrespect? Warum ist der denn hier ständig im Chat? Dr. Disrespect? Wer? Ich dachte, das mitkriegt. Der wurde rausgeschmissen. Wer ist Dr. Disrespect? Das ist dieser YouTuber, der immer die Charaktere spielt. Also der spielt als Charakter, macht er Let's Plays. Sehr, sehr, sehr beliebt. Sehr, sehr bekannt. Und er hat hier jemanden er hat quasi ein Real-Life-Let's Play gemacht, Leute auf dem Klo gefilmt, wurde sofort rausgekickt. Ach so, ja, du darfst in Amerika nicht auf dem Klo filmen. Ja, das ist ja ganz anders als bei uns. Wo das willkommen ist. Wo ich das extra streame, weil die Leute wollen das sehen. Der Morning Stream, kennt ihr ja vielleicht von mir. Ja, der berühmte Morgenschiss. Nein, ich habe es extra anders genannt. Ja, aber es ist ja so. Ja, die Wahrheit tut weh, ne? Die Wahrheit schmerzt. Guck mal, da ist Konami. Ja, da gehe ich gleich hin. Und natürlich freue ich mich sehr darauf. Auf das Spiel. Ja, das freut uns alle. Da ist schon Ilias, Olli, Kuru von der Gameswelt. Also hier ist das Who is Who. Kann ich jetzt abgeben wieder an Hamburg? Nee. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie weitermachen? Ja, ernsthaft? Ja, was soll ich denn machen? Die sind alle weg. Und ich stehe hier in der fucking Hall. Einfach wie weitermachen. So, jetzt Termine. Haben wir irgendwie Musikvideos oder sowas? Bell muss auch da rein. Ja, dann gehen wir jetzt in die South Hall. Oder was? Warte mal kurz. Okay, also ich weiß nicht, was jetzt angeht. Dir tut doch auch schon der Arm weh. Der arme Bell. Gebt mal bitte alle im Chat, alle, die jetzt noch wach sind, gucken, gebt mal der Bell ein Herz. Burger und Herzen für Bell.
Ich kann ja mal in den Chat so lange gehen, vielleicht ein paar Fragen hier beantworten. Komm, wir setzen uns so lange hin. Ich setze mich hier hin. Geh in den Chat rein. Es muss ja auch nicht immer geil aussehen. So, Chat. Okay. Ich hab's gleich. Zack. So. Ach du Scheiße, es sind ja noch richtig viele Leute am Start. Hätte ich das gewusst, warte mal kurz. Was geht ab? Chat, da kommen die Herzen. Mäh, da haben wir aber ganz schön Verzögerung. Also Leute, wenn ihr Fragen habt, ballert raus. Was geht ab? Oh. Der Chat grüßt Etienne. Da kommt der gute Ilias. Hey, Ilias. Hallo, Eddie. Na, wie geht's dir? Was geht? Alles gut. Ja, was ist mit deiner Stimme? Oh, ich bin ganz fertig, Eddie. Eddie, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Was machst du hier? Bist du auch jetzt bei Konami oder was? Nee, ich bin jetzt gleich bei Nintendo und werde mir ein bisschen Pokémon angucken und werde dann gleich nochmal mit den Entwicklern sprechen. Vorher habe ich noch ein Interview mit den Cyberpunk-Dudes gemacht. Ja, hast du gerade schon über Cyberpunk gesprochen? Wir haben ein bisschen über die Demo, die wir gesehen haben, gesprochen. Und wie fandst du es? Ich habe deine Meinung noch nicht gehört. Hey, ist tatsächlich schon ganz nice. Aber gleichzeitig hat es auch schon gezeigt, dass Cyberpunk nicht das Überspiel überhaupt ist. Also es ist schon noch so... Es ist noch ein Spiel. Ja. Mittlerweile reden stellenweise Leute so darüber, als ob das krasseste Ding der Welt ist. Es ist ein geiles Ding. Ja. Es war mega beeindruckend, was sie uns da gezeigt haben. Aber ganz im Ernst, es ist halt noch ein Spiel. It's just a game. Ja, ich glaube, dass der Hype vielleicht ein bisschen zu krass auch wurde durch diese Keanu-Nummer und so. Ich glaube, dass das ein geniales Spiel wird, was mega Bock macht, gerade Leute, die auf so eine Mischung eben aus Witcher 3 und Cyberpunk haben. Aber man sollte jetzt vielleicht auch nicht irgendwie die Spiele-Revolution in irgendeiner Form erwarten. Es ist ja auch schon eine Weile in der Mache, ne? Also ja. Die können ja auch nicht dann irgendwie ständig alles ändern. Ja, definitiv. Ich habe auch gerade mit dem fantastischen Miles gesprochen, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und ich habe ihn auch ein bisschen über Crunch befragt. Eher ein unangenehmes Thema. Was ist Crunch? Crunch ist, wenn Entwickler für eine sehr lange Zeit Überstunden schieben müssen. Ach, die Geschichte, die man auch bei Red Dead und so gelesen hat. Genau, bei Red Dead und BioWare. Und CD Projekt Red ist ja eigentlich auch ein Studio, das dafür bekannt ist, dass die Entwickler halt echt grinden müssen und super viele Überstunden schieben müssen, Nachtschichten und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass jetzt auf Kotaku, dass der Mitgründer von CD Projekt die Leute von Kotaku kontaktiert hat und mit denen ein Interview haben wollte, um genau über dieses Thema zu sprechen. Und sie haben quasi den Journalisten so ein Mission Statement gegeben, dass sie jetzt in diesem Interview festlegen wollen, dass die Entwickler sich niemals gezwungen fühlen dürfen und sollten, Überstunden zu schieben. Und wenn sie das tun, können sie sich immer auf diesen Artikel berufen, was ziemlich abgefahren ist für einen großen Entwickler. Und das war ein sehr interessanter Move und deswegen habe ich ihn auch noch mal ein bisschen gefragt. Und da hast du auch schon gemerkt, das ist einfach ein super unangenehmes Thema. Und er hat gemeint, wenn ich darauf antworte, ich kann eigentlich nur verlieren. Und deswegen hat er sich auch verhältnismäßig kurz gehalten. Ich habe noch mal ein bisschen nachgebaut, hat er ein bisschen mehr erzählt. Aber ich kann verstehen, wenn die Leute da ein bisschen verhaltener reagieren. Aber ich meine, ich glaube, das ist ein sensibles Thema, weil das Problem ist, glaube ich, bei vielen dieser Companies, dass die Leute das halt auch ein Stück weit freiwillig machen, also einfach mit mega Leidenschaft dabei sind, einfach sich so krass identifizieren mit dem Produkt, dass sie auch bereit sind, selber diese Extrameile zu gehen und vielleicht selber gar nicht mehr Arbeit und Freizeit so krass trennen, weil die sagen sich dann, ich kann jetzt eine Stunde lang, weiß ich nicht, irgendeine Serie zu Hause gucken oder an meinem Level weiterbauen, so ungefähr. Also bauen die halt weiter. Und wenn das dann aber als Arbeitszeit angerechnet wird, dann steht halt gleich irgendwie was im Missverhältnis. Und man weiß halt einfach immer nicht bei diesen Firmen und auch bei den Leuten, wie es so wirklich ist und so. Und ich finde es immer ganz schwer von außen, da sich ein Urteil zu erlauben oder das zu machen. Wenn, dann muss es sowieso von den Leuten selbst kommen, finde ich. Also es muss dann von den Mitarbeitern oder wie auch immer, die müssen den Aufstand proben. Ja, das kennt man ja auch von einem selber. Also wir sind auch eine Redaktion, ein Sender,
wo halt einfach nicht um 18 Uhr stellenweise der Stift gefallen wird. Das kommt natürlich vor. Aber wenn halt große Projekte stattfinden, eine große Sendung da oder Game 2 kann da halt auch super viel zu erzählen, da musst du halt stellenweise mal eine Nachtschicht schieben. Aber das ist halt so, das ist auch das, was ich immer gesagt habe, so wenn man von Medienbranche und so redet, das ist halt Fluch und Segen. Du hast halt dafür ganz viele Vorteile, du hast vielleicht dein Hobby zum Beruf gemacht, du hast Spaß, du reist durch die Welt, du hast tolle Geschichten und so, aber du hast vielleicht auch mal eine Nachtschicht, die dann eben andauert oder weiß ich nicht. Für mich war das immer so, dass das halt eben so ein Geben und Nehmen ist und man eben nicht mit ganz normalen Maßstäben das immer bewerten kann, aber natürlich gelten trotzdem auch gewisse Regeln und ich finde, die muss man als Arbeitgeber gewährleisten und man muss vielleicht auch manchmal den einen oder anderen Mitarbeiter zu seinem Glück in dem Fall zwingen und einfach sagen, so, du machst jetzt die Kamera aus oder du machst das Schnittprogramm aus oder du machst das Spiel aus oder du klappst jetzt Laptop zu und du gehst jetzt nach Hause und machst ja nichts mit der Arbeit. Ich glaube, dass das schon auch wichtig ist und es ja letztendlich auch die Arbeitskraft fördert, ja, weil das sind ja auch oft kreative Jobs und wenn du den Akku ständig leer machst, das ist auch nicht so gut. Definitiv, da muss man, das ist ein super sensibles Thema, man muss halt wirklich alle Seiten abwägen. Jetzt vor ein paar Wochen gab es auch den großen Enthüllungsartikel bei Polygon über Fortnite, über den Epic, über den Fortnite-Entwickler Epic, wo Leute dann, wo rausgekommen ist, dass Leute halt komplett am Burnout leiden, dass sie stellenweise unter Tränen da ihren Kram machen müssen, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie nicht zur Arbeit kommen und Überstunden schieben, dass ihr Job gefährdet ist. Und das ist halt wirklich eine prekäre Situation, wo man halt wirklich nachfassen muss. Und da ist es halt auch wichtig, dass Entwickler sich im Schutz der Anonymität an die Presse wendet, um genau solche Sachen aufzudecken, damit halt das halt weiter bearbeitet werden kann in der Öffentlichkeit. Und dass auch so jemand wie wir diese Themen mitnehmen können in diese Interviews und auch wenn wir jetzt nicht die krassesten Insights bekommen, aber trotzdem A, die Sensibilität schaffen und B, ein bisschen mit dem Thema in Kontakt treten, das weiter in den Fokus rücken, damit auch die Zuschauer halt letzten Endes so ein bisschen was von dem Ganzen mitbekommen und auch verstehen, was dahinter steht, weil das sind halt, Cyberpunk ist ein geiles Spiel, da stecken aber hunderte von Leute dahinter und das vergisst man manchmal. Absolut, und ich finde, es ist auch genau richtig, solche Themen immer mal wieder anzusprechen, einfach wie du gerade sagst, damit der Fokus auch nach wie vor immer mal wieder drauf gesprochen wird und auch die jeweiligen Firmen und wer auch immer auch sozusagen accountable sind und sich nicht irgendwie das im stillen, heimlichen Kämmerlein machen und glauben, dass man damit mit allem durchkommt. Aber lass uns noch ein bisschen über Spiele reden. Oder musst du weg? Hast du Termin? Ich habe tatsächlich gleich einen Termin, aber ich nehme mir noch 5 Minuten für dich raus, Eddie. Ich will dich nicht im Stich lassen. Nee, hast du, alles cool. Sonst, ich mache dann gleich weiter mit Chatfragen. Hier zum Beispiel eure Meinung zu Final Fantasy VII. Das gucken wir uns später an, oh, oder? Ja, ich freu mich. Wann ist das? Ich glaube, pass auf, ich gucke jetzt in den Kalender. Eddie, in 5 Minuten können wir uns auf Panpa angucken, dann springen wir zum anderen Team. Wir haben das um 16.30 Uhr, in 1,5 Stunden. Okay, wir treffen uns in 1,5 Stunden dann bei Final Fantasy, da habe ich mega Bock drauf. Ist neben ja Elden Ring und Cyberpunk somit, glaube ich, das heißeste Spiel für mich auf der Messe. Hast du wahrscheinlich auch damals auf der PS1 ja gespielt, ne? Und ich habe es jetzt auch nochmal auf der Switch. Echt? Ja. Geil. Also bin großer Fan. Und freue mich da schon lange drauf und bin sehr gespannt. Ich habe mir auch diese Gameplay-Demo, die hier gezeigt wurde, schon angeguckt im Netz. Ja, habe ich mir schon angeguckt. Krass. Okay, nee, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass da dieser Shinra-Kern aufgebaut wurde. Und wenn du da reingehst, siehst du halt schon die ersten Artworks und so. Da will wir versuchen, die Kamera irgendwie reinzusneaken, damit wir das alles schön zeigen können. Das ist ziemlich abgefahren außer drin. Und dann wird es dann noch eine Gameplay-Präsentation geben und Hands-on. Können spielen. Ja, da habe ich mega Bock drauf. Da bin ich sehr gespannt, weil viele sagen, es wird so ein bisschen Kampfsystem wie Final Fantasy XV und ich fand das ja ganz geil, das Final Fantasy XV Kampfsystem. Deshalb finde ich das eigentlich eine ganz geile Sache. Möchte es aber selber mal testen, wie es sich anfühlt. Ja. Du hast nicht nur das Final Fantasy XV System, sondern auch dieses, wie haben sie es denn? Active Time Battle? Active Time Battle, genau. Und auch diese, wenn dieses ATB dann voll ist, dass du dann alles in Slow-Mo dann quasi setzen kannst und dann deine nächsten Moves planen kannst. Also rundenbasiert, nicht 100%, aber doch schon irgendwie mit drin. Und ich finde das ganz geil, dass sie halt diese Identität von damals in das Jahr 2019 halt irgendwie versetzt haben. Aber das trotzdem sich immer noch frisch anfühlt oder sich zumindest auf dem Papier gut anfühlt und anliest. Und da bin ich super gespannt, wie das aussehen wird. Ich habe richtig Bock, das zu zocken, Alter. Ja, geil, das machen wir gleich. Jetzt hast du was für einen Termin? Ich gehe jetzt zu Pokémon. Ich gucke mir an, was es damit auf sich hat, dass die Pokémon auf einmal so groß sind wie Hochhäuser. Sword and Shield.
Genau. Alles klar, dann bist du entlassen, Ilias. Danke, dass du dazugekommen bist. Viel Spaß bei Pokémon. Achso, ja, Eddie, Bell muss eigentlich mitkommen. Bell muss mitkommen? Eigentlich schon. Wie machen wir das? Können wir schon rüberschalten zu den Konami-Leuten? Dann machen wir eine Werbung. Okay, also ihr habt es gehört. Wir machen jetzt ganz kurz Werbung. Nach der Werbung sind wir direkt wieder live 20 Meter weiter da, wo Simon und Dennis jetzt und Wirt gerade drin sind. Die schauen sich nämlich... Wirt ist bei Age of Empires. Okay, alter Schwede, wie viele Leute wir hier sind, wo die alle sind. Also da sind Dennis und Simon und die checken gerade den Konami Behind the Doors Stand. Ich glaube mit Contra. Das seht ihr gleich nach der Werbung. Dir viel Spaß bei Pokémon. Dankeschön.